Apple Crumble. Mein Lieblingsnachtisch. Vom Grill. Kannst du auch im Backofen machen, aber vom Grill ist es einfach. Den kannst du super vorbereiten, Stunden vorher und dann direkt, wenn die Leute keinen Hunger mehr haben, ballerst du den auf den Grill und dann geht's ab. Diese warmen Äpfel, dieser schöne, buttrige, knusprige Streusel, der so ein paar Kniffe noch drin hat. Habe ich schon erwähnt, dass sie normalerweise meine Frau macht und ich eigentlich immer nur esse. Aber heute mache ich das mal. Und wenn ich das heute hinkriege, dann kriegt ihr das auch hin. Und ja, wenn ihr sehen wollt, ob das was geworden ist, bleibt ihr jetzt einfach dran. Ich finde es geil einfach, du bist draußen, der ist an. Und ja, das ist einfach der Nachtisch, der super gut auf dem Grill zu machen ist. Das muss nicht mal eine Schokobanane oder irgendwelche Marshmallows oder sowas sein. Der ist wirklich lecker. Die Zutaten sind echt auch überschaubar. Ich würde aber vorschlagen, bevor wir unsere Streusel anfangen, schneiden wir erstmal unsere Äpfel, weil wir machen wirklich eine Kleinigkeit anders als normalerweise. Wir machen sie auf dem Gasgrill und zwar in der Einsatzpfanne. Wenn ihr keine Einsatzpfanne habt, nehmt wieder euren Dutch-Ofendeckel, der passt sehr gut. Ihr müsst nur gucken, dass die Höhe einigermaßen passt. Ihr könnt es auch auf der Plansche machen, wenn ihr eine Plansche habt. Ansonsten kauft euch eine Einsatzpfanne oder eine Plansche. Ich bin Team Einsatzpfanne. Als allererstes, Leute, heizen wir mal unsere Einsatzpfanne ein und geben die auf kleinster Hitze, weil wir wollen jetzt als allererstes unsere Äpfel, die schneiden wir klein und dann karamellisieren wir uns die ein bisschen mit ein bisschen Zimt und Zucker auf dem Grill. Dann holen wir alles runter und machen dann unsere Streusel drauf. Also wir brauchen Äpfel, so ungefähr je nachdem wie viele Leute machen. Wir machen hier 1,5 Kilo Äpfel, ein Pfund Salz, nein, Butter, Mehl, Salz und Zucker. Wir brauchen eine Vanilleschote, wir brauchen ein bisschen Zimt, ein paar Zesten von der Zitrone. Optional, wenn Kinder dabei sind, müsst ihr es leider weglassen. Unsere Kinder sind dabei, aber die kriegen nichts ab. Also nehmen wir in Rum eingelegte Rosinen. Die Apfelsorte ist noch wichtig. Ich würde einen Preyburn oder einen Jonagold nehmen. Die haben so eine Mischung aus sauer und süß und die passen extrem gut für so süße Apfelkuchen, Crumbles. Ist ein schöner Apfel. Wenn wir unsere Äpfel klein geschnitten haben, die solltet ihr auch nicht zu lange vorbereiten, weil die werden sonst braun. Jetzt gehen wir schon in unsere Pfanne. Ich gebe jetzt hier mal ein bisschen Butter rein. Kein Butterschmalz, wirklich Butter. Und in die Butter geben wir unsere Äpfel rein. Und die lassen wir jetzt schön von allen Seiten ein bisschen Farbe ziehen und ein bisschen anrösten. So, wenn die jetzt ungefähr 3-4 Minuten angebraten sind, geben wir ein bisschen Zimt und Zucker drauf und lassen das Ganze so ein bisschen karamellisieren. Und wenn ihr merkt jetzt, dass die Äpfel so langsam weich werden und es riecht schon so ein bisschen wie in der Weihnachtsbäckerei, das ist immer ein gutes Zeichen, auch im Hochsommer. Dann können die Äpfel jetzt von der Platte runter, weil die haben jetzt schon gewiss vorgegart, haben jetzt eine leichte Süße durch den Apfel und haben ein bisschen Aroma durch den Rum bekommen. Während die Äpfel ein bisschen auskühlen, nehmen wir uns mal unseren Rost, legen den in die Mitte und richten unseren Grill auf ein indirektes Setup ein, dass wir so 180 bis 200 Grad haben und machen jetzt mal unsere Streusel. Jetzt nehmen wir unsere Butter und jetzt packen wir erstmal alles an Aromen rein, die wir später in unseren Streusel drin haben wollen. Der Tipp von meiner Frau: mit Butter, Zucker und allen Zutaten anfangen und erst zum Schluss das Mehl dazu machen. Nicht andersrum, sonst kriegen wir keine Streusel mehr. Meine Frau ist Konditormeisterin, die weiß, wovon sie redet. Jetzt braucht ihr Butter, die Zimmertemperatur, das ist nämlich ganz wichtig, nicht aus dem Kühlschrank holen, weil wir müssen jetzt mit unseren Händen arbeiten, wir müssen die richtig schön zermatschen können. Und das machst du gerne. Das ist ein Konditor-Fachbegriff. Das ist der absolute Bäcker- und Konditor-Fachbegriff. Jetzt nehmen wir unsere Vanilleschote. Wir brauchen keine ganze, ihr müsst auch nicht mit Vanille übertreiben. Da wird es nämlich nicht besser von. Wir brauchen jetzt nur das Mark von der Vanilleschote. Die halbieren wir uns und dann kratzen wir uns einmal das Mark komplett raus. Und die... Ah, jetzt habe ich doch Butter dran. Ah, shit. Und wenn ihr jetzt keine Butter dran hättet, dann könnt ihr die einfach so in euren Zucker schmeißen und macht euch euren eigenen Vanillezucker. Oder lasst trocknen und malt in der kleinen Mühle durch, die Schale mit benutzen. Jetzt geben wir unseren Mark bei die Butter. Jetzt reiben wir uns noch so ein bisschen Zitronenzesten hier rein. Nicht zu viel, nur so ein bisschen. Das gibt nochmal so einen kleinen Kick. Ein bisschen Zimt, eine Prise Salz und eine Prise Zucker. Und jetzt kommen die Händchen ins Spiel. Oh ja, meine Kinder hätten ihre wahre Freude dran. Wichtig ist jetzt wirklich gut, dass alles gut vermischt ist. Daisy, warum vermische ich denn jetzt alles erst in der Butter, bevor ich das Mehl dazu kippe? Damit Zucker und Gewürze in der Butter richtig verteilt sind. Weil wenn du jetzt das Mehl drauf
schmeißt und den Zucker auch lose dazu werfen würdest und das dann vermengen würdest, dann würde eventuell noch irgendwo der Zucker lose rumhängen. Und dann wäre dann irgendwo ein kleines Zuckernest und es verbrennt ja auch beim Backen. Und korrekt ist, dass man das vermatscht miteinander, gell? Kannst du es vermatschen. Sag ich doch. So, man vermengt es eigentlich. Ja, vermatscht. Wir bleiben bei der Stube vermengt man es, aber du vermatschst es. Jetzt geben wir unser Mehl dazu. Und jetzt geht ihr wieder mit euren Fingern rein und müsst es wirklich so ein bisschen, ja, durchmatschen, wie ich schon gesagt habe. So, und jetzt müsst ihr so lange Streusel machen, bis kein Mehl mehr zu sehen ist. Aber ihr müsst das, wie gesagt, so ein bisschen so durchwalken. Also ihr braucht so große und kleine Stücke. Es ist wichtig, dass wir gut von allem etwas haben. Also nicht zu große Streusel machen, nicht zu kleine Streusel machen. Die Früchte, müssen ja nicht nur Äpfel sein, aber die Früchte müssen gut bedeckt sein. Das Geheimnis ist es quasi zusammen zu quetschen und dann wieder auseinanderzubringen, damit es in gröberen Teilen auseinanderfällt. Ich habe, wie gesagt, gestern hier schön Rosinen in Rum eingelegt. Wenn ihr keine Rosinen mögt, habt ihr Pech gehabt. Da kommen gefälligst Rosinen rein. Rosinen sind einfach ultra geil. Nee, aber jetzt mal ohne Witz, wer von euch ist Team Rosine? Schreibt mal unten in die Kommentare bitte. So, und jetzt verteilen wir schön. Einmal wild, eine schöne Ladung Rosinen. Ich hebe mir noch ein bisschen welche auf, weil wir machen nachher, da gibt es noch eine Kugel Eis dazu. Und dann machen wir schön noch ein paar von denen oben drauf. Und jetzt passen wir unsere Springform, heißt die, glaube ich. Einfach auf unsere Menge an, die wir gerade gebacken haben. Was ist das? Ah, ist keine Springform, ist ein Backrahmen. Und jetzt presse ich den einmal so, dass wir wirklich den Boden schön bedeckt haben. Echt, wir hätten viel mehr Äpfel machen können. Das Ding ist einfach, ich habe einfach eine riesige Einsatzpfanne. Das stimmt, die ist echt geil. Die ist mega, ja. Wenn ihr euch so eine geile Einsatzpfanne für euren Grill gönnen wollt, schaut mal bei Grillgutz vorbei mit dem Code einfach10. Spart ihr 10% auf alle Barbossa-Produkte. Gönnt euch. Und dann streuseln wir, wie der Name schon sagt, die Streusel auf die Äpfel. Da guckt, dass die Decke schön bedeckt ist, dass wir überall was haben. Wenn ihr jetzt Streuselliebhaber seid und sagt so, ich brauche eine extra Ladung, dann bitte, jetzt ist euer Moment, wo ihr mal richtig ausrasten könnt. Die restlichen Streusel, die jetzt überbleiben, hat der schlaue Fuchs vorhin schon angefragt, die könnt ihr euch in den Kühlschrank ein paar Tage lagern oder sogar wegfrieren. Also fürs nächste Mal, wenn ihr Crumble machen wollt und habt schon vorbereitet, einfach aus dem Tiefkühler holen, auftauen lassen und dann könnt ihr die beim nächsten Mal einfach wieder nutzen. Unser Grill hat jetzt ein bisschen Überhitze, macht aber gar nichts. Er ist bei 220 Grad, weil jetzt legen wir auf und jetzt kommt ja sehr viel kaltes Material wieder rein. Den lassen wir jetzt ungefähr 20 Minuten lang backen. Und da wir keine Hitze von unten kriegen, sondern nur die Hitze, die von der Seite jetzt nach oben strömt, lassen wir jetzt schön unsere Streusel braun werden und knusprig. So, die ersten 15 Minuten sind um. Wir machen mal einen Kontrollblick. Jetzt gucken wir mal, ob sich schon was getan hat. Wir sehen hier oben beispielsweise schon die ersten Stellen, die hier so langsam braun werden. Ihr seht auch hier unten langsam, wie der Saft unter den Äpfeln rauskommt. Das wird sehr gut. Ich hätte aber gerne noch ein bisschen mehr Oberhitze. Deswegen behelfen wir uns jetzt eines Tricks. Das funktioniert auf jedem Gasgrill. Ich erkläre auch ganz kurz, was passiert. Die Hitze, die von dem Brenner von unten ausgeht, die prallt an dem Deckel ab und geht zurück auf unser Gargut. So, und je höher unser Gargut in dem Moment steht, weil wir überwiegend im Fall nur die Deckelhitze nutzen, kriegen wir dann, je näher wir am Deckel dran sind, mehr Hitze ab. Ja, so wie wir einen Backofen auf den obersten Rost stellen. Sozusagen. Das machen wir jetzt auch auf dem Grill. Beim Ikea gibt es diese, ich meine, jeder hat die zu Hause fast, diese Topfdeckelhalter. Die stellen wir uns einfach hier hin und packen einfach unseren Kuchen nach oben. Und jetzt haben wir den ein ganzes Stück unter dem Deckel und jetzt kriegen wir maximal mehr Hitze da rein. Und jetzt warten wir nochmal und schauen mal. So, 25 Minuten sind rum, wir gucken mal wieder. Oh, wow. Guck, wie schön der aussieht. Jetzt haben wir aber auch hier schon, was direkt auffällt. Wir haben hier schöne braune Stellen und hier sind wir noch ein bisschen zu hell. Dann können wir jetzt ganz ein bisschen vorgehen. Wir könnten ihn jetzt theoretisch drehen, aber wir sind ja auf dem Grill, warum wollen wir den da drehen? Ich mache jetzt einfach den Brenner aus und lasse den hier auf Vollgas einfach noch mal ein bisschen weiterlaufen lassen, dass die Seite hier noch ein bisschen nachbräunen kann, dass unser Streusel später gleichmäßig, ungleichmäßig schön braun ist. Aber der braucht noch, ja, 3-4 Minuten, würde ich sagen. Und dann gibt es endlich Essen. Und jawoll! Schaut euch an, wie schön der geworden ist. Ah, der Duft. Es riecht richtig gut. Wir könnten den jetzt noch ein paar Sekunden auskühlen lassen, aber nö. Ich kann euch empfehlen, lasst den Rahmen jetzt ran, sonst fallen die Äpfel unten drunter raus. Das wäre nicht so schön. Dann stechen wir uns den einfach mal ab. Guck mal hier, wie schön dieser karamellisierte Saft von den Äpfeln. So, wir geben uns noch eine schöne Kugel Eis oben drauf. Jetzt toppen wir das Ganze noch ein bisschen mit unseren Bonbonrosinen. Und fertig ist der für mich leckerste Nachtisch vom Grill. Der geilste Apple Crumble der Welt.
Rezept von meiner Frau. Gemacht von mir. Ja. Die freut sich schon so. Ja, ich habe jetzt voll Bock drauf. Erinnerung an das Knoblauchbrot. Ja. Probier mal. Ist halt so ungefähr 200 Grad. Boah, Leute. Hey, ganz ehrlich, also diese Rosinen, die müssen da einfach rein. Boah, das ist, es gibt einfach nichts Geileres. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist einfach so lecker, die Vanille da drin, der Zimt, der Rum, die Rosinen. Einfach alles, dieser schöne, weiche, leicht sauer, süßliche Apfel. Und da gepaart mit diesem cremigen Vanilleeis. Ja, und der Crumble, der ist so knusprig und trotzdem weich und zart. Ja, es ist einfach, boah. Leute, ich baller mir jetzt die ganze Schüssel rein. Was ist eigentlich euer Lieblingsnachtisch vom Grill? Aber bitte schickt mir nicht die Kinderriegel-Banane. Und auch keine Marshmallows mit Keksen, habe ich schon zu oft gesehen. Irgendwas Geiles, irgendwas, was wirklich das noch vielleicht toppt. Bis zum nächsten Mal. Euer Manu und ich. Der essende Michi. Warum schwärzt ihr eigentlich immer, wenn ich vor der Kamera esse? Das ist doch mein Job hier. Das ist dein Job? Ich dachte, dein Job ist Grillen. Mach die Kamera aus jetzt, lass mich essen.